das war wirklich eine geile Strecke. Ja, ich würde mal sagen, ein paar Stuntrennen machen wir noch und dann gucken wir mal nach einem neuen Modus oder so. Oder? Ach, alles gut, wir können auch weiter ein bisschen Stuntrennen machen. Mir ist das relativ egal, weil ich habe da jetzt gerade extrem Spaß dran. Okay. Also die beiden, dieses Fluglevel. Man muss auch sagen, die beiden waren fair. Also klar, das war jetzt eine Situation, wo er mich ein bisschen wegdrehen wollte, das hat er mit da bereut, aber ansonsten war es eigentlich okay. Man konnte mit dem einen ein bisschen nebeneinander fahren. Man hat sich da aber dann mal ein bisschen berührt. Also ich wollte ihn definitiv nicht weghauen. Besser als stehen bleiben oder den ersten weghauen, das hat man auch durchaus mal gerne. Mhm. Ich hoffe, dass da noch ein paar Leute kommen. Oh Mann. Ob es abgekratzt daran? Schön, soll ich nächste Woche arbeiten können? Ne, in 2 Wochen. Ja. Ist abends nämlich 29 Uhr, da kommen nämlich 3 Rennen hintereinander, erst spät abends. Das wird die Leute, die liegen, fahren, sich da ein bisschen abhängig machen, das wird dann schwierig werden, wenn dann 3 Wochen gar kein Rennen ist. Obwohl, es sind ja alle 2 Wochen dann. Der eine tritt jetzt irgendwie die ganze Zeit nur bei. Ja, ich sehe es. Bei mir steht das auch gerade. Vorher kannst du halt nicht starten. Ja, vielleicht hat er gerade eine schlechte Leitung oder so. Ah, jetzt tritt noch einer bei. Oh, cool. 590, ne? Ja, muss nichts heißen. Der eine ist immer noch nur. Dann schmeißt den einen mal bitte raus. Das dauert das halt zu lange. Ist halt so, dann fahren wir wieder auf 5. Nee, doch nicht, alles gut, lass ihn drin. Jetzt. Dann sind wir jetzt zu 6 sogar. So. Na dann, fahren wir heute zu 6 mal ein kleines Stomp. So, dann nehme ich wieder mein Proto. Ah, sind ein paar auf die Idee gekommen mit der Karre. Was ist denn hier jetzt los mit den Hupen? Ich glaube, bis auf einer oder so, die fahren die alle ja, die gleiche. Ich... Markus, du tanzt aus der Reihe. Boah, Alter, jetzt geht's aber los. Die einen versuchen zu rammen. Ja, hast du dich jetzt gedreht, Kev? Ja, weil der Dings mich weggehauen hat. Dieser eine da mit dem F. Der hat auch Baby gerade weggehauen. Also der versucht die wegzuschießen. Der ist Rammlussi. Der 590er, der versucht gerade ein bisschen. Aber ich bin jetzt dran an euch, also ich bin jetzt Dritter wieder. Ne, Zweiter. Oh, Alter! Alter, Baby! Ich hab das gerade nach hinten gucken gesehen. Oh, ist abgeflogen. Oh, scheiße. Okay. Baby ist gerade heftigst abgeflogen, ey. Oh, okay. Alter!
Ich bin mal so frei, ne? Schön auf der Außenlinie vorbei. Den Stärschrei war legendär, hä? Ja. Aber den kenne ich ja schon. Oder Baby? Oh nein. Ah, nee, geht's. Alles gut. Was? Wo? Wie? Wo geht's weiter? Hä? Ich glaube, du hast den Checkpoint verpasst, oder? Naja, ich bin irgendwo auf dem Haus gelandet. Ich weiß nicht wohin. Ich bin da mal gefahren. Ich weiß nicht, ob ich. Nee, den Checkpoint habe ich nicht verpasst, aber ich bin eigentlich nur gerade weitergefahren. Egal, alles gut. War nur ein bisschen. Verwundert gerade. Schade, ich war schön. Ich war schön vorne. Ernsthaft, ich komme jetzt nicht drum rum, ernsthaft. Ich war jetzt die ganze Zeit eine Eckspalte da rein, ernsthaft. Aha. Spalte Sprüche in 1, 2, 3. Alter, ich komme da nicht durch, ne? Ich glaube, Baby ist gespalten. Was, eine spaltende Folge? Ne. Sie müssen doch diese Spalte ausfüllen. Ja. Ziemlich spalten, was du so sagst. Ja. Immer diese Haarspalterei. Ja. Der 590er ist vorletzter. Na gut, das hat er davon mit seinem Scheiß ran. Ich will aber den seinen Namen nicht mal vorlesen, weil ich irgendwie Angst auf Twitch gebannt zu werden. Hm. Wahrscheinlich heißt er Fusil oder so, keine Ahnung. Ah, könnte man auch falsch verstehen, die ersten drei Buchstaben. Jetzt hat es mal wunderbar funktioniert in der Ecke. Das ist noch nicht, keine Chance. Schade, das war der scheiß Fehler an dem Haus. Mhm. Da kam ich nicht mehr hinterher. Er war immerhin Zweiter. Der eine, der fliegt da durch die Luft. Mhm. Das macht unser Raumkönig da gerade momentan. Bist du eigentlich immer noch derjenige, der sich um die eine YouTube-Gruppe da auf Facebook kümmert? Als ja, Admin? Ja, ich brauche manchmal ein bisschen länger, bis ich Leute bei Freibetrieben reingebe. Ich krieg das alles gut. Wenn ich den ganzen Tag arbeiten bin, denke ich da nie dran. Ja, ja, ich wollte nur so mal so wissen, ob du immer nur der Einzige bist, der da sich so ein bisschen noch... Ja, ich bin eigentlich nur Moderator. Der Admin ist quasi, hat sein Profil gelöscht. Der ist gar nicht mehr aktiv dort. Ich bin eigentlich gefühlt momentan der Einzige, der irgendwie da was macht. Ich krieg's auch nicht immer mit. Also kann man sagen, es ist jetzt deine Gruppe. Ja, mehr oder weniger halt. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es mal 2-3 Tage dauert. Ich krieg auch keine Nachrichten, wie das da Leute freigeben wollen. So. Ah, der eine probiert jetzt nochmal auf den 5. aufzuschließen. Hier. Ah, ja, irgendwo Karma. Du hast versucht am Anfang die Leute wegzurammen und da, deswegen gehst du gnadenlos unter.
So, machen wir noch ein bisschen. Also die sind jetzt eh zu sechs. Wir können jetzt ein bisschen Stuntrennen ballern. Das ist jetzt kein Problem. Wir nehmen die Kohle jetzt mit und alles so. Sind halt die nächsten Folgen Stuntrennen. Mhm. Wenn wir da schon zu sechs sind, weil der eine geht da wieder rüber. Oder nicht. So, mal gucken, ob er diesmal daraus gelernt hat oder aber wieder ein bisschen auf Stress. Ja, da geht raus. Was auch immer. Das ist, also noch das ist der 500er. Ja, das ist der. Okay, ich dachte, den hab ich so weggekickt. Ich glaube, der ist beleidigt. Der hat am Anfang auch versucht, mich wegzuhauen und. Ja, mich wollte er weghauen und dann habe ich zurückgekickt und dann ist er auf dem letzten Platz gelandet. Hm. Alter, Pech gehabt. Level 590, aber kriegt es nicht auf die Reihe. Naja, alles gut. Nee, weiter. Ja, es muss nichts heißen. Wie gesagt, Level muss ja nicht heißen. Das kann ja immer mal. Level hat nichts mit Talent zu tun. Mhm. Oder einfach nur Pech heute gehabt im Rennen. Das kann natürlich auch sein. So, dann geht's jetzt los, mal wieder zu fünft, aber die anderen beiden, die ziehen halt mit. Das ist okay. Sind wir wenigstens nicht ganz alleine. Hm. Ja, umso mehr, umso besser. Wir wären natürlich mit 16 Leuten lieber, das wäre zwar das übelste Chaos, aber trotzdem. Was denkst du, was du dafür Kohle kriegen würdest bei voller Lobby? Ich muss halt alles Auto wählen. Achso. Turbo-Shark gepackt. Nein! Ja, ich vermute, ja. Turbo-Shark gepackt. Ja, ja, da sind aber einige abgeflogen. Zwei, mindestens zwei, drei Leute noch. Ja, ich bin mitgeflogen. Ja, das ist zu schnell in der Kurve gewesen. Ah, verdammt! Die nächste, nach dem Sprung, die Kurve nicht gepackt hat. Das geht ja ab jetzt gerade bei mir. Wow, der ist aber weit geflogen in die Ecke. Ja, dann dreht es mich auch noch da weg. Ich hab's aber gerade, meine Karre dreht sich die ganze Zeit nur weg. Ich bin gerade ziemlich abgeschlagen am Ende des Feldes. Bist du auch nicht letzter? Nee, vierter bin ich, aber trotzdem.
Und Baby ist nicht weit weg von dir. Ja. Oh, ernsthaft. Ja, das hat sich sowieso erledigt, das Rennen. Weil der den Checkpoint nicht genommen hat. Hm. Jetzt bin ich letzter. Ist vielleicht einfach nicht deine Strecke, Kev. Naja, keine Ahnung. Zwei, drei dicke Dinger drin gehabt, wo ich die von der Strecke geflogen bin. Okay, der eine hat sich jetzt ein bisschen böse überschlagen. Wow, knapp. Ich duelliere mich jetzt gerade mit dem ein. Platz 4, jetzt bin ich drüber weg. Ah, der wollte mir den Windschatz nicht geben. Immer rechts, links, rechts, links. Aber jetzt habe ich ihn immer übersprungen. Ach, Mann. Okay, da hat den gleichen Fehler drin gehabt wie ich. Jetzt bin ich auch nicht mehr weg, weit weg vom dritten. Baby, wieso ich bin direkt bald hinter dir? Und dann ist es ein ordentliches Stück davor. Oh, Alter. Da gehen wir fast die Straße aus. Da ist der nächste, ist der zweite. Ah, Platz 2 ist noch möglich. Lass dir mal jetzt noch einen Fehler drin haben, dann habe ich den wieder. Starkes Comeback, Kev. Ja, wie gesagt, momentan ist es möglich. Also, wie viel habe ich jetzt noch Rückstand? Auf den 6 Sekunden. Den Monty habe ich eben überholt, jetzt Baby dann außen auf der Linie überholt und jetzt hole ich mir den Zweitplatzierten hoffentlich noch. Mal gucken, ob ich den kriege. Dich will ich nicht mehr kriegen, aber wie gesagt, vielleicht noch Platz 2. Dritter bin ich momentan. So, ich glaube, der hat einen Fehler drin gehabt, dass er jetzt sich überschlagen hat. Ja. Mehr dann nicht. Nein! Ich war dran an dem und spring vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt, schade, ich war bis auf der Sekunde oder so dran an dem. Jetzt hängt mir Baby natürlich wieder am Nacken. Schade. 8,9 Sekunden Rückstand, das kriege ich nicht mehr. Wenn der jetzt fehlerfrei durchkommt, klar. Keine Chance, aber vielleicht macht er noch einen Fehler. Schade! Na gut, er hat vom Ziel kurz wahrscheinlich gewartet. Schade, wenn ich den scheiß Fehler drin nicht drin gehabt, bin ich Zweiter geworden. Ich bin mal kurz auf der Toilette. Und dabei parkt sie mitten auf der Straße. Nee, das ist Monte, das ist nicht sie. Der hat keinen Bock mehr, der fährt jetzt einfach ein bisschen raus von der Straße.
Schade, Mann, das wäre möglich gewesen. Aber ich schon fast wieder ein Level gewonnen. Etwa eine Sekunde, ey. Ich habe jetzt die zweitschnellste Rundenzeit. Ich war ja fast 20 Sekunden schneller als der. Was machen wir noch? Teufelskreise haben wir ja schon. Die Stadt läuft.